Frau Kaltenecker, das Ergebnis der Gemeinderatswahlen steht fest. Die ÖVP verliert ein Mandat, kommt auf 18,26%. Was sagen Sie als Spitzenkandidatin nun zum Ergebnis? Ja, ich bin natürlich enttäuscht. Wir haben zwei Ziele nicht erreicht. Wir haben kein Mandat dazu gewonnen und wir sind auch nicht mehr zweitstärkste Kraft im Bruck an der Mur. Das tut uns natürlich sehr leid. Das Ziel, die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen, ist zwar erreicht worden, allerdings die Freude hält sich trotz allem bei uns in Grenzen. Die SPÖ sucht ja jetzt nach einem Koalitionspartner. Es fehlt ja ein Mandat eigentlich nur. Wäre das für die ÖVP denkbar, eine Zusammenarbeit? Also wir haben jetzt in diese Richtung noch gar keine Ziele. Unser Ziel ist eine neue Stadtpolitik für Bruck an der Mur. Wir werden sehen, wie es sich mit diesen Mehrheitsverhältnissen das verwirklichen lässt. Was sagen Sie allgemein zum Ergebnis in Bruck, dass die FPÖ so stark auch an Stimmen zulegen konnte? Ja, ich denke mir, es ist schon auch der Landestrend anscheinend zu erkennen. Es wurde doch immer wieder Chance auf Revanche, das heißt Chance für die Fusionsgegner. Allerdings muss man sagen, die FPÖ war ja doch in Bruck an der Mur immer für die Fusion und hat auch die eigenartige Briefbefragung unterstützt. Und das ist natürlich schon sehr tragisch, dass sich das trotz allem dann trotzdem nicht negativ für die FPÖ ausgewirkt hat.